Das ist kein Ort für ein Pferd. Wenn ich sage, das ist ein Ort für ein Pferd, dann ist das ein Ort für ein Pferd. Meine Fresse. Das ist unmöglich. Ich will wissen, was ich für ein Geschenk habe. Der Narr. Bei einem neuen Abenteuer ist alles unbekannt. Der Reisende beginnt als Narr und gelangt zu wissen, während sein Weg aufgedeckt wird. Die Feuerprobe wurde auf der Weltkarte freigeschaltet. Nimm diese Karte und decke die Identität des Absenders auf. Und dessen Motivation. Cool. Ich muss alleine gehen. Das heißt, ich kann jetzt zur Feuerprobe. Allerdings glaube ich nicht, dass ich schon stark genug dafür bin. Und wer der Absender und dessen Absichten sind, dürfte ich... Also kenne ich, glaube ich, auch... Weil wir den bereits im ersten Teil von Darksiders zwischenzeitlich bekämpft haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es ist. Aber naja, ich reite jetzt erstmal Richtung Baum des Lebens. Einfach weiter, einfach weiter. Woo. Darf ich jetzt mein Hotte-Hü? Geht doch. Steinfahrt das Tal. Warum hat der Riese eigentlich, der Wächter eigentlich gerade seinen Hammer nicht mehr mitgenommen? Ich meine, der hat den Weg freigeheadbuttet und dann weitergestopft, ohne den Hammer mitzunehmen. Ist ja total sinnfrei. Das grüne Loch. Okay. Komischer Name. Aber verständlich. Wow, der Baum des Lebens. Na, kommt die Filmsequenz automatisch oder muss ich sie selber auslösen? Ich scheine sie selber auslösen zu müssen. Okay, meine Macht ist schon wieder größer geworden. Krasser Shit. Bauen wir erstmal Ernte fertig aus. So. Filmsequenz. Bist du also gekommen? Trägst deine Sünde wie ein Ehrenabzeichen. Was willst du, Reiter? Die Rückkehr der Menschen. Auf einen öden Planeten ohne Leben? Menschen sind schwach. Sie würden das nicht überleben. Nicht einmal verdienen. Unser Urteil zählt nicht. Ich mache dies, um Krieg seine Bestrafung zu ersparen. Und was ist mit dem Nephilim? Würdest du einen retten, den Rest nicht? Die Nephilim bedrohen das Gleichgewicht. Hätten wir Eden genommen, wäre nichts davon passiert. Doch du warst gegen uns, nahmst unser Fleisch, sperrtest unsere Seelen in dein Amulett. Wer bist du? Das weißt du. Einst nanntest du mich Bruder. Absalom. Ich habe den Namen abgelegt. Jetzt bin ich Verderben. Geboren, als du deine Sense gegen uns erhobst. Und schon bald werde ich alles sein.
Den Baum des Lebens umgibt nun meine Finsternis. Er trägt keine Früchte mehr. Und selbst Tod kann ihm nicht entkommen. Kranker Shit. Auf Deutsch, das war jetzt das Bill, unser großer Endgegner, dann am Ende des Spiels nehme ich mal ganz stark an. Und das war scheinbar einer von denen, die Tod damals zu Urzeiten hingerichtet hat, zusammen mit Krieg und den anderen beiden. Und da sind jetzt auf Rache. Was definiert die Seele? Manche nennen sie einen Funken, der die Finsternis bekämpft und fürs Leben brennt. Doch was ist mit Tod, der zum Sensenmann wurde, als er die Nephilim erschlug? Seine Brüder, Amaran und Absalom. Nephilim haben kein Recht auf ihn. Es gibt Reiche für Engel und Dämonen. Warum nicht für uns? Eden gehört den Menschen. Es gehört jenen, die es sich nehmen. Die Äonen haben die Frage nicht beantwortet. War es das wert? Bruder. Dieser eine Moment. Brachte Verderben. Und krönte ihn zum Brudermörder. Der bittere Sieg konnte nicht unbeschieden gemacht werden. Baum des Todes. Ah, der fahle Reiter. Ist es nicht merkwürdig, dass so viele durch deine Hand hierher gekommen sind? Und doch besuchst du selbst das Reich der Toten so selten. Ich wollte gar nicht an diesen Ort. Ich suchte den Baum des Lebens. Ich fand ihn. Jetzt bin ich hier. Der Baum ist kein Ziel, mein Freund. Nur ein Portal in andere Welten. Wenn es der Baum ist, den du suchst, dann bist du angekommen. Dann bin ich betrogen worden. Nicht so voreilig. Der Baum ist unvorstellbar weise. Wenn er dich hierher gebracht hat, dann gehörst du hierher. Vielleicht kann ich helfen. Ich bezweifle es. Es wäre klug, auf mich zu hören. Mit meinem Händlergeschick kann ich deine größten Wünsche erfüllen. Sag mir, Reiter, was suchst du? Ich möchte meinen Bruder erlösen, das Gleichgewicht wiederherstellen. Ah, ja, ich habe die Geschichte gehört. Dein Bruder ritt, obgleich kein Ruf erfolgt war. Und die Menschheit zahlte den Preis dafür. Hüte deine Zunge, Händler. Ich urteile nicht, Freund. Ich gebe nur weiter, was mir gesagt wurde. Es war richtig, nach dem Baum zu suchen. Doch er ist nur ein Portal. Was du suchst, ist der Quell der Seelen. Der Quell der Seelen kann die Menschheit wiederherstellen? Und mehr. Der Quell kanalisiert die Toten in dieses Königreich. Von jeder Welt. Oben und unten. Auch werden die Seelen so wieder in die Schöpfung gebracht, wenn sie bereit für die Wiedergeburt sind. Du hast noch immer nicht gesagt, was du bist. Die Geschichte meines Volkes ist zu Asche verbrannt. Zusammen mit unserer Welt. Selbst von jenen vergessen, die sie vernichtet haben. Jetzt ist nur noch der Rauch. Wir sind nicht die Ersten, noch werden wir die Letzten sein. Das ist der Lauf der Dinge. Der Lauf der Dinge ist Gleichgewicht. Und was bringt das Leben ins Gleichgewicht? Das Nichts. Oder das Verderben. Letztendlich verzehrt es uns alle.
Anscheinend. Nichts davon erklärt, was du hier machst. Ich bin nur ein bescheidener Händler mit einem Geschmack für die edleren Dinge. Im Leben und im Tod. Ich bin Ostergut. Und es würde mich erfreuen, dir meine Waren anzubieten. Baum des Lebens, Baum des Todes, Portale in andere Welten. Davon weiß ich nichts. Wie konnte ich so blind sein? Oder spuckt deine Zunge nur Lügen aus? Viel wurde den Nephilim vorenthalten. Und den Vieren. Warum? Weil Macht mit Unwissenheit gezügelt werden muss. Wenn die Nephilim um die wahre Natur des Baumes gewusst hätten, wären alle umgekommen. Ich verließ die Nephilim, wurde ein Kämpfer für das Gleichgewicht, habe sogar mein eigenes Volk getötet. Ich beschütze diese Welten, dich und den Baum, und doch bleibe ich im Dunkeln. Verlassen? Ja. Vergessen? Nein. Die Nephilim leben in dir weiter. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein einfacher Händler. Was, wenn ich zu den Schmiedelanden zurückkehren möchte? Der Baum des Lebens besitzt viele Portale, Reiter. Manche können dir helfen, deinen Weg zurückzufinden. Viele Portale sind geschlossen, aber das eine zu den Schmiedelanden bleibt offen. Interessant, interessant. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Gesundheitspokal steigt aber, naja. Später vielleicht. Also auf jeden Fall sehr interessante Sachen erfahren, muss ich sagen. Was so die Vergangenheit von Tod betrifft und auch die vorläufige Zukunft. Einmal angenommen, dass ich dir glaube. Wo sollte meine Suche beginnen? Du musst die Schlangenspitze erklimmen und den ewigen Thron rufen. Dort schlummert der Fürst der Knochen. Er wird dich zum Quell führen oder deine Seele nehmen. Bevor du gehst, Reiter, bedenke dies. Mein Volk ist vielleicht verloren, aber seine Relikte sind noch da. Du wirst sie auf deinen Reisen vielleicht finden. Für die meisten sind sie wertlos, nicht für mich. Bring sie mir und ich gebe dir bare Münze dafür. Interessant. Bis zum nächsten Mal. What the fuck? Das sind ja nur 30 Relikte insgesamt. Und das ist dann also das Portal zu den Schmiedelanden. Interessant. Pretty interesting. So, ich werde jetzt erstmal eine kurze Aufnahmepause machen und nachgucken, was Robin gerade so tut, weil eigentlich wollte der dann ein bisschen Gastkommentator spielen. Deswegen mache ich erstmal kurz Pause. Bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt einfach mal rein provisorisch.